Vor ein paar Tagen hat mir ein Mandant diese E-Mail von Alex Düsseldorf Fischer weitergeleitet und hat mich gefragt, hey Miriam, kann das wirklich wahr sein, was er da in seinem Newsletter verspricht? Er spricht nämlich in seiner Mail zum Beispiel von, wie du 80% deiner privaten Ausgaben aus deinem Bruttoeinnahmen bezahlst. Und das komplett legal und vom deutschen Steuerrecht abgedeckt. Dann spricht er davon, wie du bereits gezahlte Steuern zurückholen und sogar rechtskräftige Bescheide wieder aufbrechen kannst. Oder ein anderer Punkt ist noch, wie du dein Vermögen mit 0% Erbschaftssteuer vererben kannst und wie du auf Aktiengewinne nur noch 0,75% Steuern zahlst statt 25%. Alles hört sich ja fast zu gut an, um wahr zu sein. Ich erkläre euch, was genau Alex Düsseldorf Fischer in seiner Mail gemeint hat, beziehungsweise welche Steuergestaltungen hinter diesen 10 Punkten sitzen und für wen die auch anwendbar sind. Punkt Nummer 1 ist gleich, wie du Gewinne zum Beispiel durch Aktien nur mit 0,75% anstatt mit 25% versteuerst. Was verbirgt sich dahinter? Naja, erstmal, wie wir ja alle wissen, sind Aktiengewinne privat mit der Abgeltungssteuer zu versteuern, also mit 25% zuzüglich eventuell Soli. So, in einer GmbH, wissen auch viele mittlerweile, sind diese Kursgewinne fast steuerfrei. Das bedeutet, dort werden sie etwa mit 1,5% versteuert. Jetzt sind wir ja aber immer noch nicht bei diesen 0,75%. Was ist also der Gamechanger? Naja, in der GmbH ist es so, man bezahlt ja auf 5% der Kursgewinne, also 95% sind quasi steuerfrei, auf 5% der Kursgewinne bezahlt man 15% Körperschaftssteuer und in etwa auch noch so 15% Gewerbesteuer. Das hängt natürlich vom Hebesatz ab. Und so kommt man eben auf die ungefähr 1,5%. Wenn ich jetzt aber zum Beispiel nicht in einer GmbH agiere, sondern in einer Stiftung, dann fällt der Gewerbesteueranteil weg. Eine Stiftung kann alle 7 Einkunftsarten haben, aber im Unterschied zu einer Privatperson werden die halt nicht mit Abgeltungssteuer besteuert, sondern mit 15% Körperschaftssteuer. Und so komme ich, wenn ich auf diese 5% Pflichtversteuerung der Kursgewinne 15% Körperschaftssteuer anwende, auf diese 0,75%. Das ist das Geheimnis. Hier findet man also eine Stiftungslösung. Das bedeutet, lohnt sich natürlich nur für die Fälle, in denen sich auch überhaupt die Errichtung einer Stiftung lohnt, in denen sich die ganzen Strukturkosten lohnen, in denen deine Depotgrößenordnungen und auch dein sonstiges Vermögen groß genug sind, um das alles zu tragen und auch in den Fällen, wo du überhaupt nur sagst, eine Stiftung kommt für mich generell in Betracht, weil es gibt ja auch einige Gründe, die gegen eine Stiftung sprechen, zum Beispiel, dass sie dann nur sich selbst gehört und nicht mehr dir als Person. Und hinten dran gibt es noch mehrere Dinge, die da eben durchzuprüfen sind, ob deine Stiftungslösung für dich wirklich das Richtige ist. Das heißt, in dem Fall ist die Stiftungslösung gemeint. Was haben wir noch? Wir haben zum Beispiel den Punkt Nummer 2. Wie du bereits gezahlte Steuern zurückholen kannst und sogar rechtskräftige Steuerbescheide wieder aufbrechen kannst. Und zwar generell ist es ja so, wenn du einmal veranlagt worden bist und die Einspruchsfrist ist abgelaufen, dann ist dieser Steuerbescheid bestandskräftig. Also ich rede jetzt von alten Jahren, alte Veranlagungsjahre. Jetzt kommt er ja aber und sagt, naja, alte Jahre kannst du auch wieder aufbrechen. Was ist da der Trick dabei? Naja, zum ersten ist gemeint mit dem Thema, wie du bereits gezahlte Steuern zurückholen kannst. In der Regel das Thema IAB. Das heißt, du bildest einen Investitionsabzugsbetrag und verringerst damit deine steuerliche Bemessungsgrundlage. Und wenn du diese steuerliche Bemessungsgrundlage verringerst, fällt natürlich nur auf den überbliebenen Teil überhaupt noch Steuer an. Und wenn du es schaffst, die komplett unter den Grundfreibetrag zu verringern, fällt gar keine Steuer an. Oftmals sitzen halt Leute in den Seminaren, die sagen, oh, jetzt habe ich das aber natürlich für die Vergangenheit nicht berücksichtigt. Und ich möchte das aber unbedingt machen. Dann wird empfohlen zu sagen, wie kriege ich denn jetzt diesen Steuerbescheid wieder aufgebrochen? Das bekomme ich nur, wenn ich einen sogenannten Grundlagenbescheid vorweisen kann. Das ist einfach so ein abgabenrechtlicher Begriff bei uns in Deutschland, der Grundlagenbescheid. Der kann nochmal deinen Einkommenssteuerbescheid zum Beispiel ändern. Ein Grundlagenbescheid ist beispielsweise ein Bescheid von einer Personengesellschaft. So, und wenn du jetzt hingehst und sagst,
Huch, ich habe vergessen, dass ich ja eine Personengesellschaft gegründet habe mit einem Partner zusammen, beispielsweise eine GbR. Und ich habe auch ganz vergessen, dass diese GbR ja plant, eine Investition zu tätigen, wofür der Investitionsabzugsbetrag in Betracht kommt. Dann gebe ich mal noch schnell diese Steuererklärung dieser GbR beispielsweise ab für das alte Jahr. Und dann ist das Finanzamt verpflichtet von Amts wegen, weil es eben so im Gesetz steht, aufgrund dieses Grundlagenbescheides, der ja dann den IAB auch beinhaltet, den Einkommenssteuerbescheid nochmal zu ändern. Also die Lösung hinter diesem Punkt ist, dass man behauptet, man hätte quasi eine Personengesellschaft vergessen anzumelden oder beim Finanzamt überhaupt anzumelden und dann auch in der Steuererklärung einzutragen und holt sich auf diese Art und Weise diese Möglichkeit, den IAB nochmal zu verwenden. Ist natürlich aus meiner Sicht etwas sehr, sehr kritisch zu betrachten, weil ich ja hier in dem Moment, also drastisch ausgedrückt ist es, ich lüge und das kommt für mich zum Beispiel nicht in Frage. Wenn es natürlich aus einem Lebenssachverhalt heraus tatsächlich so ist, dann habe ich nichts dagegen, wenn man diese Art und Weise so macht. Aber wenn man das Ganze konstruiert, dann muss man sowieso ja erstmal überlegen, ist der IAB etwas, was ich auch tatsächlich verwenden kann später? Habe ich das Szenario, den dann auch tatsächlich zur Anwendung zu bringen, sinnvoll zu nutzen? Weil wenn ich das nicht habe und wenn ich die Investitionsmöglichkeiten nicht habe, die ich ja aber haben muss, um den dann später auch wieder aufzulösen, dann brauche ich das auch nicht zu machen. Weil wenn ich einen IAB nicht brauche später, dann wird das alte Jahr wieder geändert vom Finanzamt und ich muss dann doch meine ursprüngliche Einkommensteuerlast bezahlen und on top auch noch Strafzinsen. Und das kann man natürlich oder sollte man sich sehr, sehr gut überlegen, ob man diese Variante geht. Jetzt weißt du aber auf jeden Fall, was sich hinter diesem Punkt in dem Newsletter verbirgt. Kommen wir mal zu Punkt 3. Wie du dein Vermögen mit 0% Erbschaftssteuer vererben oder übertragen kannst. So, jetzt wissen wir natürlich wahrscheinlich auch, das ist bekannt, dass kleinere Vermögen natürlich innerhalb der Erbschafts- und Schenkungssteuerfreibeträge vererbt werden können und deswegen auch durch eine sogenannte vorweggenommene Erbfolge sowieso schon zu Lebzeiten immer mal wieder was steuerfrei an nachfolgende Generationen übertragen werden kann. Aber das ist ja natürlich auch hier nicht gemeint. Ja? Für größere Vermögen kommt eine Stiftungslösung in Betracht, weil bei der Stiftungslösung habe ich erstmal keine Erbschaftssteuer. Ich habe natürlich in der Familienstiftung alle 30 Jahre eine sogenannte Erbersatzsteuer. Aber auch die kann ich wiederum so gestalten und verteilen, dass sie mir nicht wehtut und kann mein Vermögen größtenteils also schützen und erhalten in dem Punkt. Das heißt, mit diesem Punkt im Newsletter ist die Stiftungslösung gemeint. Oder was auch gemeint sein kann, ist zum Beispiel eine Genossenschaftslösung, weil Genossenschaftsanteile können zum Zwecke der Erbschafts- und Schenkungssteuer zum Nennwert übertragen werden. Also das, was ein Mitgliedsanteil sozusagen auf dem Papier wert ist, das wird dann auch übertragen auf die nächste Generation. Und das findet natürlich, weil die Mitgliedsanteile in der Regel so gestaltet sind, dass sie eben ja, einen gewissen vierstelligen Betrag meistens nicht überschreiten, findet das dann auch innerhalb dieser Schenkungsfreibeträge statt. Dann gibt es natürlich noch Spezialfälle. Zum Beispiel kann ich, je nachdem wie die Konstellation halt auch ist, anstatt Geld zu verschenken, Geld zu übertragen an die nachfolgende Generation, kann ich beispielsweise auch Lebensversicherungen übertragen. Dazu habe ich im Übrigen auch schon mal ein Video gemacht und das findet ihr auf jeden Fall auch auf meinem Kanal, falls ihr dazu noch nähere Fragen habt. Schauen wir uns mal die weiteren Punkte an. Punkt 4 ist, wie du dein Eigenheim aus vollen Bruttoeinnahmen bezahlen kannst und das ohne illegale Wege wie gegenseitige Vermietung. Was verbirgt sich dahinter? Naja, das ist tatsächlich dann auch wieder eine Genossenschaftslösung, denn in der Genossenschaft kann ich quasi eine Wohnung oder ein Haus anmieten oder hineinkaufen und das meinen Mitgliedern zur Verfügung stellen. Das fällt dann unter die Mitgliederförderung. Dafür gibt es natürlich bestimmte Voraussetzungen, die eingehalten werden müssen und die Genossenschaft muss das natürlich auch aus ihrer Satzung heraus erstmal hergeben. Aber das ist im Grunde genommen das, was hier zur Anwendung kommt. Also die Förderung der Mitglieder, die besteht ja entweder aus einer wirtschaftlichen Förderung, das bedeutet auch einer Senkung der Kosten der Mitglieder, also damit die wirtschaftlich einfach privat besser dastehen. Und es gibt auch eine soziale und eine kulturelle Förderung. Darunter fallen dann zum Beispiel sowas wie Gemeinschaftsräume. Und so kann ich quasi das abdecken, dass die Genossenschaft den Mitgliedern das Haus finanziert oder das Eigenheim oder die Wohnung finanziert. Und gleichzeitig ist
diese Mitgliederförderung Betriebsausgabe der Genossenschaft. Deswegen Eigenheim aus vollen Bruttoeinnahmen bezahlen meint einfach in dem Fall die Einnahmen der Genossenschaft. Die werden gemindert durch diese Betriebsausgaben und nur der Rest wird in der Genossenschaft überhaupt auch versteuert. Punkt Nummer 5, wie du dein Auto ohne 1%-Regelung und ohne Fahrtenbuch vollständig von der Steuer absetzen kannst. Das ist im Grunde genommen äquivalent zu dem Beispiel, was wir eben hatten. Das ist auch eine Genossenschaftslösung und in dem Fall ist dann eben das Fahrzeug ein Genossenschaftsfahrzeug, was allen Mitgliedern, die das Fahrzeug theoretisch auch fahren können, zur Verfügung steht und dann darf auch die Genossenschaft dieses Fahrzeug von der Steuer absetzen, also als Betriebsausgabe, ohne dass die Mitglieder das wiederum als Privatversteuerung irgendwo bei sich als Einnahme versteuern müssen, Lohn versteuern oder verdeckte Gewinnausschüttung oder was auch immer. Also hier auch wieder die Genossenschaftslösung. Zu diesem Thema habe ich im Übrigen auch schon ein ausführliches Video gemacht. Das kannst du hier oben irgendwo anschauen, da verlinken wir das. So, weiter geht's. Punkt Nummer 6. Wie Sparfüchse bis zu 80% ihrer Privatausgaben aus Bruttoeinnahmen bezahlen. Naja, also auf der einen Seite, wenn ihr mir fleißig folgt, dann wisst ihr auch schon, dass wir generell alles, was uns möglich ist, sowieso in den Betrieb verlagern und auf dieser Grundlage schon mal unsere privaten Kosten verringern und das, was auch betrieblich natürlich nutzbar ist, in den Betrieb verlagern und über den Betrieb bezahlen lassen. Jetzt gibt es aber natürlich darüber hinaus immer noch genügend Dinge, die da offen sind und dafür gibt es tatsächlich zwei Lösungen. Zum einen auch wieder das Genossenschaftsmodell, in dem wir eben über Mitgliedervorteile auch verschiedene Dinge bezahlen können, die wir ansonsten halt normalerweise im Privatvermögen von versteuertem Geld bezahlen würden. Und die zweite Lösung ist hier tatsächlich die sogenannte Familienstiftung, weil es gibt bestimmte Dinge, die kann eine Genossenschaft nicht bezahlen oder das ist halt nicht abgedeckt von diesen Mitgliedervorteilen. Allerdings bei der Familienstiftung sind ganz viele Teile, die bei der Genossenschaft eben nicht abgedeckt sind, über die Familienstiftung abgedeckt. Das heißt, ich kann eine Familienstiftung errichten und natürlich auch in deren Satzung sehr, sehr genau festlegen, was die alles meiner Familie bezahlen soll. Muss natürlich auch wieder bestimmten Voraussetzungen genügen. Aber diese Familienstiftung kann dann wirklich viel bezahlen, auch gerade was die private Bildung und so weiter angeht oder auch Familiengestaltungen, Familientreffen und so weiter und so fort. Vieles von dem, was in der Genossenschaft nicht geht, geht dann über die Familienstiftung. Das heißt, am besten kombiniert man dann diese zwei. Das ist natürlich auch wiederum erst interessant, wenn man eine bestimmte Größenordnung erreicht hat, damit sich da auch die Strukturkosten rechnen. Punkt Nummer 7, wie du dein Vermögen so absichern kannst, dass alles unpfändbar und unangreifbar ist. Wovon spricht er hier? Natürlich auch wieder von Stiftungslösungen. Denn eine Stiftung gehört sich selbst und durch deren Satzung und auch die anschließende Verwaltung kann ich natürlich weiterhin die Kontrolle über ihr Vermögen und auch dessen Verwendung irgendwo behalten. Aber es ist so, die Stiftung gehört mir als Person nicht. Also gibt keine Gesellschaftsanteile oder sowas und deswegen kann auch das Vermögen, was in der Stiftung drin ist, nicht gepfändet werden. Punkt Nummer 8. Wie du bestehende Immobilien ohne üblicherweise anfallende Steuern in eine andere Gesellschaftsform übertragen kannst. Was verbirgt sich dahinter? Naja, da gibt es auch wiederum verschiedene Sachen, die hier Anwendung finden. Zum einen kennst du vielleicht den Begriff Formwechsel. Das heißt, du kannst bestimmte Rechtsformen in eine andere Rechtsform umwandeln, beispielsweise einen EK in eine GmbH oder eine Personengesellschaft in eine Kapitalgesellschaft oder natürlich auch andersrum. Und dabei bei diesem Vorgang, normalerweise einem Transfer in eine andere, ich sag mal, in ein anderes Steuerregime von Personengesellschaft auf Kapitalgesellschaft beispielsweise, fallen Steuern an. Aber bei diesem Formwechsel fällt keine Steuer an, weil der Rechtsträger der gleiche bleibt. Also es findet kein Eigentumswechsel in irgendeiner Weise statt, sondern der ändert einfach nur sein sogenanntes Rechtskleid. Hier sind aber ganz, ganz strenge Haltefristen zu beachten und die sind auch ganz schön lange, sodass sich diese Formwechsel in ganz bestimmten Fällen überhaupt eignen. Dann gibt es noch die zweite Möglichkeit zu sagen, ich arbeite über eine verdeckte Einlage. Eine verdeckte Einlage kann ich zum Beispiel machen aus dem Privatvermögen in meine Immobilien GmbH rein. Allerdings hat die ein Geschmäckle und zwar verhindert diese verdeckte Einlage, dass ich einen AFA-Step-Up mache von meinem schon in der Regel
Regel 10 Jahre im Privatvermögen gehaltenen Haus. Das heißt, ich kriege halt nicht zusätzliches AFA-Volumen dadurch, weil durch die verdeckte Einlage einfach das nicht möglich ist. Das hat der Gesetzgeber ausgeschlossen. Aber ich kann so natürlich auf diesen verdeckt eingelegten Teil Grunderwerbsteuer sparen. So, und je nachdem, was ich für eine Konstellation habe, kann das natürlich sehr interessant sein. Also die Steuern, die habe ich ja dann nur auf den offiziellen Kaufpreis und auf den verdeckten Teil habe ich keine Grunderwerbsteuer und in der Regel, weil ich solche Gestaltungen in der Regel ja nach Ablauf dieser 10-jährigen Haltefrist privat mache, habe ich dann auch im Privatvermögen keine Steuer, die anfällt. Was haben wir noch für Punkte? Punkt Nummer 9, wie du dir auf Kosten des Finanzamts Eigenkapital besorgst. So, das ist natürlich jetzt nicht unbedingt der Steuerhack Nummer 1. Es ist ja bekannt, dass gerade Immobilien sich dadurch auszeichnen, dass ich alles, was ich da an Kosten reinstecke, an Renovierungskosten und so weiter, dass mir das letzten Endes das Finanzamt mitbezahlt, weil ich diese Kosten ja auch wieder von der Steuer absetzen kann. Und gleichzeitig erhöht sich aber natürlich der Wert der Immobilie. Und dieser Wert ist erstmal ja nicht steuerrelevant. Was aber verwendet wird, ist diese Wertsteigerung der Immobilie, nachdem ich sie renoviert habe und vielleicht auch teurer vermietet habe, dann kann ich die bei der Bank zum Beispiel wieder höher einwerten lassen, kann dann eventuell etwas, was ich vorher als Eigenkapital oder als Sicherheit reingegeben habe, von der Bank mir wieder frei machen lassen und das wieder für neue Objekte verwenden. Und so steigere ich im Grunde genommen immer mein Vermögen, weil ich immer neue Objekte dazu nehme, die mir immer wieder von der Bank finanzieren lasse, immer wieder aufwerte, den aufgewerteten Teil den wertet die Bank dann auch wieder zu meinen Gunsten als Eigenkapital und so kann ich das Stück für Stück immer steigern. Und beim Finanzamt ist es stattdessen so, das Finanzamt partizipiert ja eben nicht an diesen Wertsteigerungen, sondern im Gegenteil, ich habe viele Renovierungskosten gehabt und die kann ich dann steuerlich absetzen. Außerdem kann ich mir natürlich selber immer wieder neues Eigenkapital besorgen in meinem Firmenimperium. Das heißt, wenn ich an irgendeiner Stelle in meiner GmbH, in meiner Stiftung oder wo auch immer Geld angesammelt habe, dann kann ich mir das auch wieder als Darlehen auszahlen lassen. Es gibt im Übrigen Gerichtsurteile, weil jetzt vielleicht einige sagen, oh, mit einer Stiftung Darlehen auszahlen lassen, das ist kritisch. Es gibt Gerichtsurteile, die sagen, nein, das ist vollkommen unproblematisch, solange eben ein fremdüblicher Zinssatz vereinbart wird. Und dann kann ich mir quasi von meinem eigenen Firmenimperium Geld besorgen. Das ist natürlich insofern auch fremd geliehen. Aber trotzdem vor der Bank zählt das als Eigenkapital. Und so kann ich natürlich auch immer weiter mein Immobilienportfolio ausbauen. Ja, das waren im Grunde genommen die Punkte aus den Mails. Jetzt weißt du, was sich hinter diesen einzelnen Punkten verbirgt und kannst das Ganze ein bisschen besser einordnen. Kannst also auch einordnen, ist das etwas für dich? Kommt das für dich persönlich in Frage? Oder bist du eher auf einem anderen Level unterwegs? Oder bist du dir nicht sicher, ob eine andere Lösung für dich die richtige ist? Oder welche Lösung jetzt für dich genau vorteilhafter ist? Dann kann ich dir einfach anbieten, dass du erstens natürlich meinem Kanal folgst, weil hier auch immer wieder solche Themen aufbereitet werden. Und wenn du auf der Suche bist nach einem Steuerberater, der sich mit dir zusammensetzt und persönlich mal schaut, ganz individuell bei deiner Situation, was sich genau für dich rechnet, was für dich die ideale Steuergestaltung wäre, dann lade ich dich herzlich ein. Schau bei uns vorbei, trag dich auf unserer Webseite www.steuerpreneure.de für ein kostenfreies Strategiegespräch ein und dann sehen wir uns. Ich freue mich auf dich. Bis dann.